herzlich willkommen zu einer neuen Geschichte aus Der Kaufmann und der Papagei. Ich komme gleich mal ein bisschen näher, damit man das sehen kann. Heartily welcome to a new story out of The Merchant and the Parrot, Oriental Stories as Tools in Positive Psychotherapy. Und die Geschichte, die ich euch heute lesen möchte, heißt Die Ehe als Blume. Häufig suchen ehemüde Ehepartner die psychotherapeutische Praxis auf. In ihren Alltag hat sich Monotonie eingeschlichen, die nahezu alles, auch die Zärtlichkeit, das partnerschaftliche Gespräch und die Sexualität zur Routine werden lässt. Nicht selten reagieren beide Partner auf eine solche Situation mit Verzweiflung, Niedergeschlagenheit und Resignation. Aus der Tatsache, dass die Partnerschaft problematisch ist, wird geschlossen, dass man eigentlich nicht zueinander passt. Man hat sich nichts zu sagen, so sehr man auch nach Ansätzen sucht, man stößt allem Anschein nach nur auf innere Öde und Leere. In einer solchen Situation entwickelte sich folgender Dialog mit einer 43-jährigen Patientin. Sie hatte über die Sprachlosigkeit und Monotonie ihrer Ehe geklagt und über ihren eigenen Mangel an Resonanz und Kreativität. Ich fragte die Patientin, was sie denn mache, wenn sie eine schöne Topfpflanze, beispielsweise eine Fuchsie, besitze. Therapeut, wie pflegen Sie diese Pflanze? Die Patientin schüttelte verwundert den Kopf, als könnte sie nicht begreifen, was diese Frage mit ihrer Ehe zu tun hat. Ja, wenn ich eine solche Blume habe, werde ich sie in regelmäßigen Abständen gießen. Die Patientin war eine Blumenfreundin und überlegte weiter, nach einem halben Jahr oder einem Jahr würde ich den Blumentopf wechseln und der Blume neuen Humus geben. Zwischendurch vielleicht noch einmal düngen. Und dann würde ich sie an ein Fenster stellen, wo sie genügend Sonne bekommt. Hier unterbrach ich die Patientin und fragte sie, und was machen Sie mit Ihrer Ehe? Diese Frage schockierte die Patientin sichtlich. Ich merkte, wie tief sie die Diskrepanz zwischen der intensiven, liebevollen Blumenpflege und der lieblosen Behandlung ihrer Ehe empfand. Unter diesem Eindruck sagte sie, wäre meine Ehe eine Blume, sie wäre längst verdorrt. Die Patientin begann, das Bild von der Blume auf ihre Ehe zu übertragen. Wenn wir täglich etwas mehr aufeinander eingehen würden, vielleicht einige Komplimente austauschen oder wenigstens Anerkennung dafür, was der andere leistet, das wäre Wasser für unsere Ehe. Sie überlegte und sagte eine Zeit lang nichts. Eigentlich habe ich mich selber auch sehr hängen lassen. Ich muss sagen, ein neues Kleid, eine andere Frisur oder Kosmetik haben mich überhaupt nicht mehr interessiert. Um es klar zu sagen, ich hatte einfach keine Lust, mich für meinen Mann schön zu machen. Für ihn gilt sicherlich das Gleiche. So etwas wäre der Dünger für meine Ehe. In späteren Sitzungen griff die Patientin immer wieder auf das Bild von der Blume zurück. Sie kam darauf zu sprechen, dass sie sich zusammen mit ihrem Ehemann gewissermaßen in ihr Haus eingemauert hätte und dass eine Urlaubsreise vielleicht Topfwechsel sein könne. Gäste und Freunde könnten die Erde in ihrem Blumentopf bilden und Isolierungen und Kontaktschwierigkeiten beseitigen. Damit war insofern ein Fortschritt erzielt, als die Patientin über das sprachliche Bild der Topfblume ihre Ehe nicht mehr nur als diffus unbefriedigend erlebte, sondern dieses allgemeine Gefühl durch Angaben und Beschreibungen konkretisieren konnte. So gesehen war die Situation nicht mehr ganz so hoffnungslos. Die Ehepartner bekamen ihre Situation in den Griff und konnten auf die Rettung ihrer partnerschaftlichen Beziehung hinarbeiten. Was doch aus einem einfachen Bild alles hervorkommen kann. And now the story in English, and the story is called Marriage as a Flower.
Frequently, married people tired of the marriage seek therapeutic help. Monotony has crept into their everyday lives, and this monotony causes almost everything, even tenderness, sexuality, and intimate conversation, to become routine. Quite often, both partners react to such a situation with desperation, depression, and resignation. From the fact that the relationship is problematical, it is concluded that the two don't really suit each other. There's nothing to say to the other person, regardless of how badly one wants a point of contact. He seems to encounter nothing but inner desolation and emptiness. In such a situation, the following dialogue took place with a 43-year-old female patient. She had complained of the lack of dialogue and the monotony in her marriage, as well as her own shortcomings with respect to creativity and responsiveness. I asked the patient what she would do if she had a beautiful potted plant, such as a fuchsia. Therapist, how do you take care of this plant? The patient shook her head in amazement, as if she could not understand what this question had to do with her marriage. Well, if I had such a flower, I would water it at regular intervals. The patient loved flowers and gave the question some more thought. After 6 months or a year, I'd change the flower pot and give the plant new soil. In between, I might add fertilizer again. And then I'd put it on a window sill where it would get enough light. At this point, I interrupted the patient and asked her, "And what do you do with your marriage?" This question visibly startled the woman. I noticed that she realized the discrepancy between the intensive loving care she'd give to the flowers and the loveless way she treated her marriage. With this in mind, she said, "Well, if my marriage were a flower, it would have withered and died a long time ago." The patient began to transfer the image of the flower to her marriage. She remarked, "If we did just a little more for each other every day, perhaps exchanging compliments or at least acknowledging each other's achievements, that would be water for our marriage." For a long time, she just sat there and thought, "Actually, I've neglected myself a lot, too. I must admit, a new dress, a different hairdo, or makeup have not interested me for a while. To be very blunt, I simply didn't have the desire to make myself beautiful for my husband. The same is probably true for him. Something like that would be the fertilizer for my marriage." At subsequent sessions, the patient again and again returned to the image of the flower. She told of how she and her husband had, to some extent, isolated themselves in their house. She thought that perhaps a vacation could be a change of flower pot for them. Guests and friends could form the soil in the flower pot and dispel their isolation and their problems in establishing social contact. Conversations such as these showed that the progress had been made in that the patient no longer experienced her marriage as vaguely unsatisfying. By using the metaphor of the flower pot, she was able to concretize her general feelings through examples and descriptions. Viewed in this way, her situation was no longer so helpless. The couple now had a better grasp of their situation and could work towards saving their relationship. What a wonderful story that shows how much good can come out of a simple daily picture
a simple picture out of daily life. And so I wish you a very good day, and maybe you find some simple pictures in your life that can compare to some problems that you might have. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Tag und freue mich darauf, wenn ihr morgen wiederkommt zu einer neuen Geschichte aus der Kaufmann und der Papagei. Come back tomorrow for a new story out of The Merchant and the Parrot, this book that becomes 40 years old this year. Bye.